Ja, also ich war schon auf vielen Konferenzen, auch in Deutschland und in Amerika und in Indien. Und ich muss sagen, es überrascht mich, wie schön die Konferenz ist. Also sie ist wirklich gut organisiert mit einer super. Achso. Доктор Хайреддин уже был на многих конференциях в Германии, в Америке, и он доволен уровнем проведения конференции здесь, ему очень все нравится. Ja, und also wie gut organisiert, die Übersetzung ist sehr schön, das versteht man sehr gut und auch die Themenauswahl ist sehr fortschrittlich. Он доволен тем, как все организовано, организацией перевода и выбранных тем заседаний. Genau, und auch die Ausstellung von den Instrumenten, von den Geräten ist sehr modern, also wirklich eine sehr schöne Konferenz. И выставка представленных инструментов и оборудования тоже очень современная и очень хорошо организована. Also ich fand zum Beispiel die Erfindung von dem Professor aus St. Petersburg, von dem Professor Kapayev, sehr interessant mit der Laserkataraktoperation. Das war wirklich sehr interessant. Aber auch die anderen Vorstellungen von Professor Malugin über die tiefe Sklerektomie und der Kataraktoperation kombiniert, das waren schon sehr, sehr interessante Live-Surgery-Vorstellungen, die mich sehr bewegt haben und die mir auch was gebracht haben. Доктор Хайреддин очень заинтересовала операция, показанная доктором Капаевым с использованием лазерной установки РАКОТ. Он очень заинтересовался этим прибором. А вот Und Glaukomoperation, tiefe Sklerektomie kombiniert mit Kataraktoperationen. Очень понравилась операция, продемонстрированная Борисом Эдуардовичем Малюгиным по поводу глаукомы, глубокой склероэктомии в сочетании с хирургией катаракты. Und ganz besonders auch Professor Ivanov mit der Abinterno-Trabekulotomie. И особенно заинтересовала операция, показанная с профессором Ивановым с трабекулотомией абинтерно. Вот доктор даже заинтересовался специально разработанным для этого инструментом. Ja, und ich plane auch, mir so ein Instrument zu kaufen und das бei uns auch zu machen. И он также планирует себе купить, приобрести этот инструмент и самостоятельно использовать его в своей дальнейшей практике. Und für die Forschung sehe ich schon viele Anknüpfungspunkte, zum Beispiel mit dieser. Bei uns in Deutschland ist jetzt auch viel Femtolaser-Kataraktoperation ist ein großes Thema und da sehe ich eigentlich als eine sehr interessante und auch, sagen wir mal, gelungene Alternative zum Beispiel dieses Verfahren von dem Professor Kopajew aus St. Petersburg, weil natürlich ein Femtosekundenlaser sehr teuer ist, ja. Und auch nicht viel besser ist als zum Beispiel so ein Gerät, wie er uns das hier vorgestellt hat, dieses Radkoff-Maschinen oder wie das, ne? Genau. Und в плане исследований он отмечает вот лазерные технологии. В Германии сейчас тоже активно используется фемтолазер, и доктор обращает внимание, что нужно исследовать и альтернативные технологии, как, например, вот эта лазерная установка РАКОТ, которую доктор Капаев продемонстрировал. Потому что фемтолазер достаточно дорогой и не намного лучше, чем альтернативные методики. Спасибо. Yeah. Спасибо огромное, что вы дали небольшое интервью. Мы рады видеть вас здесь. Danke für deine Interview. Wir sind sehr zufrieden zu sehen dich hier. Ja, spasiba. Spasiba.